herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ETS 2 im 7. Wochenende mit dem Tobi. Hallo und mit dem Daniel. Yo, ich habe wieder vergessen Start zu drücken, ich bin so ein Profi. Wie wir in der letzten Folge gesehen oder gehört haben. Das letzte Video vom 7. Wochenende. Ja, Zeit, aber wir fahren noch das zu Ende, dann wir schließen sogar den Kanal. Ja. Weil wir einfach keinen Bock haben. So. Naja, wir fahren jetzt die letzten 36 Kilometer und dann schauen wir mal weiter. Dann ist das Video zu Ende. Ja, dann ist ganz YouTube zu Ende. Wir essen YouTube. Wir haben mit YouTube geredet, die haben auch keinen Bock mehr. Und sagen, ne, nein. Halt einfach den Maul. Was haben die gesagt? Hat Spaß gemacht, aber mit euch nicht mehr. Das war ein trauriges Lachen von Tobi. Ja. So, alles klar, dann fahren wir mal. Ja, fahren wir mal weiter, bevor die Leute wieder wegschalten. Hier ist 100? Okay, dann fahre ich mal jetzt hier 100, ne? Vollgas! Huch. 130. Wie komme ich näher? Ich schalte gerade auch im Eco-Modus. Ich schalte ja alle Umdrehungen im Gang hoch. So. Och, Katharina. Eine Sekunde vorher, dann hätten wir doch gestanden. Einen Moment. Immer perfektes Timing, weißt du? Mhm. Oh, wie ist wieder hier? Wo über? Ach so. Ach, stimmt ja. So. Willkommen in Klagenfurt. Wie Sie sehen, ist hier links die Einfahrt zum Hotel. Dann ein bisschen weiter ist die Tankstelle ohne Namen. Auf dem Parkplatz ist Wizard Trucker. Oh mein Gott. So. Und das Highlight. Das Highlight in Klagenfurt ist einfach diese Straße hier. Aus einer Straße wird zwei Straßen. Also nicht zwei Straßen, zwei Fahrbahnen. Und dieses Schild. Wunderschön. So, hier ist noch. Oh, hier ist noch ein Schild. Dieses Vorfahrtsschild. So. Dieses Vorfahrtsschild. So, hier ist der Busbahnhof Klagenfurt. Wer möchte, kann da hingehen und ja. Hier ist eine rote Ampel. Was? Die wir jetzt einfach nicht beachten. Spaß. Sowas hält mich nicht auf. Grün! Okay. Aber mein Arsch. Oh, wir haben grün. Tut mir leid, ich habe durch meinen Spiegel nicht gesehen. Ich kann durch meinen Spiegel nicht durchgucken. Ich kann ihn nur angucken. Warum kannst du nicht da durchgucken, Daniel? Das enttäuscht mich jetzt aber. Ich muss mich gerade aufs Lenken konzentrieren, Tobi. Tut mir leid. So. Hier ist die Werkstatt links gewesen, die ich jetzt nicht angucken konnte. Fuck, ich dachte, ich schaff's euch mal, gell? Mann! Wow. Oh, jei. So, wir stehen. Alles safe, Tobi. Keine Sorge. Wenn du stehen bleiben willst, fahr mir einfach rein. Nein. Okay? Nein. Mach ich nicht, mein Pilotfahrzeug geht vielleicht kaputt. Aber nur vielleicht. Echt mal! Mein armes Pilotfahrzeug. Los! Also das. Und noch ein Highlight in Klagenfurt ist einfach, die Ampel braucht so Ewigkeiten auf Grün. Ja, das ist auch mal, das mögen die, davon werden sie schnell wieder grün. Wenn man lange genug hupt, dann werden sie vielleicht irgendwann mal grün! Da, sehen Sie! Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Video kann nicht wieder gegeben werden. So, da wären wir dann in Klagenfurt auf der Garage. Auf dem Platz der Garage. Nicht auf der Garage. Wir können höchstens in der Garage sein. Beziehungsweise Tobi kann das sein. Diese Garage wirklich kaufen, ja.
Ja, dann. Er ist der Moneyboy von uns. Wie Sie sehen, er fährt auch ein Pilotfahrzeug. Ja. He is a fucking rich boy. Du stehst in einem Iveco. Ich hab's gesehen. Guck dir gerade die Szenen an. Ja. Die kannst du mit Escape beenden. Ich weiß. Du nimmst aber jetzt nicht mach ich auf. Noch was anderes. Garage? Nikola steht sogar in dir. Oha. International Logistik, Nikola! SRB. Klagenfurt. Garage aufrüsten. Oh, ich bin mal hier, Och man, ich hab ja keinen Parkplatz. Dreck. Muss ich mich da vor der Tür parken. So, neben der Tür, ja gesagt. Erstmal eine große Garage gemacht. Wollen wir nicht vielleicht den nächsten Part, Genau, wir beenden jetzt das Video nach 5 Minuten. Super. Nein. Ja. Wollen wir kannst nicht... dir ja schon mal eine Strick aussuchen. Ja, aber dann muss ich die ganze Zeit labern. Okay, ich mach einfach die Musik aus. So. Wohin wollen wir denn? Venezia. Nee, Italien will ich eigentlich nicht. Boah, Alter, wenn man nach. Warte mal. Wenn man nach Milano von hier aus will, fährt man einmal durch 1, 2, 3, 4, 5 fucking Mautstellen. Ja. Die auf 555 Kilometer verteilt sind. Heilige Scheiße. Und nach Torino? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, nee, nach Italien fahren wir nicht, Tobi. Nee. Salzburg war ich auch noch nie. Ich weiß auch nicht, wie es... Wir wollten ja eh nach oben. Nach Salzburg ist die Strecke zu kurz, sind nur 314 Kilometer. Ich hab einen Vorschlag. Wir fahren nach Rotterdam. Alter, nach Rotterdam. Auf Europa 2. Wir sind doch auf Europa 2, du Vogel. Ja, sag ich ja, auf Europa 2. Das heißt, ihr werdet gleich vielleicht Spaß haben oder im nächsten Part. Außer wir fliegen. Ich ändere jetzt erstmal mein Pilotfahrzeug. Das gehört nämlich nach Klagenfurt. Tobi. Na? Die Zuschauer sehen gerade nur die Karte, ich glaube, die langweilen sich gerade. Okay. Wir sollten uns vielleicht beeilen. Du stehst bei mir in. Nein, ich drin. Gar nicht wahr, du Lügner. Ich stehe mit meinem Arsch an deinem Gebäude, bei mir zumindest. Ja, aber ich habe ja die große Garage gekauft. Das so. Sieht mega creepy aus. Gut, dann fahren wir nach Dresden, weil da war ich noch nicht, okay? Erstmal nach Dresden. Und dann fahren wir im nächsten Part vielleicht irgendwo links. Dann fahren wir aber nach England. Gut. Super. Fahren wir erstmal nach Dresden. Wenn wir jetzt nach Dresden fahren, fahren wir danach nach... Ja, das können wir dann direkt schon mal machen. Ich mache mir den Wegpunkt vorsichtshalber bei der Werkstatt, nicht bei der Garage, bei der Werkstatt. Ja. In Dresden. So, und dann mache ich mir, wo fahren wir dann nach in England? Lass nach Aberdeen. Daran habe ich auch gedacht. Ich wusste jetzt nicht, dass du das ernst meinst. okay. Wohin? Da? Oh, das ist ja ein Kreis. Zur Garage. Garage? Okay. Zur Werkstatt. Sicherheitshalber. Gut. Aber 2315 Kilometer. Ich muss die Punkte nochmal setzen. Du musst, wenn du jetzt einen zweiten Punkt dahinter setzen willst, musst du diesen Häkchen da rechts machen. Dieses Häkchen ankreuzen. Das ist Häkchen. Wenn du jetzt da, wo Fahrtstreckenlänge steht und Fahrzeit, da drunter steht der rote Zurücksatz und dann darunter neuen Wegpunkt nur an Streckenende setzen. Okay. Dann musst du ein Häkchen machen, dann kannst du so und so viele Punkte da machen, wo du hin willst. Wenn du dieses Häkchen nicht machst, dann wird das irgendwie voll komisch, die Route. Ja. Gut, können wir dann? Rich Money Boy. Warte, wohin fahren wir dann nach von Aberdeen aus? Plymouth. Gut. Ja, ans andere Ende. Okay, wohin da? Auch wieder Garage, vorsichtshalber. Man kann ja nie wissen. Werkstatt. Meine ich. Oder habe ich Werkstatt gesagt? Ich weiß nicht, ist mir auch eingeschnippert. Du stehst bei mir in den Containern.
Vor den Container. Und dann fahren wir nach Paris. Warum? Da sind doch auch zigtausende Dinger. Obwohl, da sind zwei Mautstellen, geht ja noch. Nach Paris. Wohin da? Hotel. Wir brauchen auch eine Pause, ne? Nach 49 Stunden. Nach 52 Stunden, so. Fahren wir zum Hotel. Ach, Bullshit! Ich hab das falsch gemacht, Dreck! Warte mal. Erstmal Dresden. So, danach ist Aberdeen. Plymouth ist wieder Werkstatt, meine ich. So. Ich habe dieses Häkchen da nicht gesetzt. So. Und jetzt sind es ja 61 Stunden bei mir. Fuck. Und dann in Paris zum Hotel. Stunden. Ja, jetzt sind bei mir 71 Stunden und 3000, also fast 4000 Kilometer. Alter. Wo fahren wir dann noch hin? Wir müssen das jetzt schnell machen. Weil ich glaube, die langweilen sich jetzt gerade. Lass fahren. Gut. Fahren wir jetzt mit Mucke. Wir haben schon 10 Minuten, wir haben schon Hälfte des Videos zugelabert und nichts gemacht. So. Ja, komm. Gut. Okay, Vollgas! Stoppschild. Vollgas! Stoppschild. Nichts hält mich auf. Fuck. Stoppschild. Nee, eigentlich ist es ja kein Stoppschild, das heißt eigentlich Stoppschild. Du. Ja, hat mir mein Fahrlehrer so gesagt, weil P. Ja. Klau mir einfach den Satz. Ja. Ist alles okay, ja. Tobi? Alles safe? Eier. Wir haben schon grün. Eier. Woher kommen die denn jetzt? Weiß ich nicht. Achso. Auf jeden Fall nicht vom Bofrostfahrer. Aha. War das jetzt eine Diskriminierung von Bofrostfahrern? Nein. Nein. Ich mag die. Ah ja, das hier. So, wir warten jetzt, bis die Ampel wieder grün wird. So lange hupen wir. Ja. So, sehen Sie? So geht das. Ich brauche ja gar nicht mehr schreien, stimmt ja. So. So. Und hupen, ne? Am besten geht's doch, wenn man Licht dazu macht. So, da freuen sich alle Spieler. Wenn die ganze Zeit hupt und Lichter ohne Ende macht, das ist toll. Ich sollte vielleicht in den ersten Gang schalten. Weil ich gerade so viele Knöpfe und so krüppelig meine Hand gehalten habe, hatte ich gerade einen Krampf in meiner Hand. Oh. Ja, ich hab mich gerade voll eingekackt. Ich habe die Hand nicht mehr auseinander bekommen. Weil ich dachte so, Scheiße. Krampf. Meine Hand sagt, ja, du Spasti. Hat meine Hand gesagt. Ja, damit. Ich hab mich auf eingekackt. Guck mal im Flugzeug. Wo? Wie? Was? Wo Flugzeug? Ich sehe gerade nichts. So. Bei mir ist alles voll mit Kackenwolken. Mit Kackenwolken? Achso. Irgendwie musst du tanken. Nein. Ich hab nur Hälfte des Tanks. Das schaffen wir bis Paris, ne? Ja. Guck mal, wie viele LKWs! Oh. Oh wow! Alles safe! Wollen wir hinterherfahren? Und die dann fertig machen wie die krassen Biker? Wo bist du? Bist du tot? Du lebst noch. Nein, ich bin hinter dir. Ich glaube, hinter dir fährt ein LKW, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Stimmt ja, du hast gar keine Rückspiegel. Doch, ich hab Rückspiegel. Oha, ein Volvo. Oh nein! voll Stoff. Ja, ich hab grad, ich hatte den ersten Gang drin, wollte nach hinten gucken. hab die Maus und hab einfach... Wir werden verfolgt. Ach ne. Hartgas. Tempomat auf 130! So. Weil schneller dürfen wir ja nicht. Wir sind ja nett. Aber mit 130 kriegt er uns auch nicht. Wenn er Geschwindigkeitsbegrenzer drin hat, dann nicht. Welcher LKW war das? Keine Ahnung.
Ich hab nur auf der Minimap gesehen, dass da so ein Punkt mit der Sphäre gedunkelt kommt. Oh nein, der blaue Punkt. Oh ja. Genau dieser. Hier ist 100, aber ich scheiß drauf. Wir sind ja nett. Ja. Außerdem sind wir gerade in einer krassen Verfolgungsjagd mit einem LKW. Dem blauen Punkt. Der gefährlichste aller LKWs. Der blaue Punkt. Wir fahren wieder dieselbe Strecke zurück, so wie wir, die gerade aus Klagenfurt gefahren sind. Wir kommen doch aus Klagenfurt. Aus dieser komischen Stadt. Nee. Warum fahren wir jetzt nicht hier hoch bei Graz? Verstehe ich nicht. Können wir auch machen. Können wir machen, komm, machen wir. Komm, wir machen es einfach. Wir verarschen jetzt einfach mal das Navi. Echt mal, wir sind richtige Badasses. Ah, das war zu früh. Oh, 130 in dieser Kurve. Oh, Mafia, fuck! Daniel, Vollstoff! Wie jetzt? Wir müssen jetzt aber hier runter. Ja, ich sag ja, Vollstoff. Okay, Vollstoff, runter! Das wird ja durch die Leitplanke zumindest zu wörtlich nehmen. Gesundheit. Was? Ja, nicht mal Chat. Gesundheit. Verstehe. Der Chat ist bei mir gerade aus. Ah, F9 ist ja der Chat an- und ausblenden, deswegen frage ich mich einfach, ob... Ne? Mhm. Wir haben das Navi voll ausgetrickst. Musst du neu berechnen. Ja. Jetzt läuft Farbenarzt, das geht ab. Ein Remix! Kennst du das Lied? Nee. Wie, du kennst das nicht? Nee. Das ist jetzt 2008 Lied des Jahres, glaube ich. Ach so, das meinst du? Ja, okay. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze. Oder kennst du? Ich weiß gar nicht, wie die Melodie ist, aber kennst du Disco Pog? Ja. Ist auch voll cool. Total. Total. Ja, hier ist 100, aber ich fahre einfach 130. Ich weiß, ich fahre hinter dir. Ich weiß, dass du 130 fährst. Ey, hier könnte man locker mit 200 durchbrettern. Ja. Ich mach das jetzt nicht. Ich habe gleich 30.000 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Erstmal zur Inspektion. So, erste Mautstelle. Track Duell. Was? Warum? Nein! Yes! 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 Tobi, wir dürfen 130 fahren. Wir sind in der Schweiz. Nee, Österreich, sorry. Das macht's nicht besser, wenn du es so aussprichst. Oha, wir dürfen hier nur 100 fahren, Daniel. Oha, da überholt er zurück. Okay. Ich sollte vielleicht mal tanken fahren, ne? Ich hab eine fast rote Anzeige. Huch. Hahaha.
kenne ich nicht! Ach du Kacke. Daniel? Nein! Wir sollten vielleicht zur nächsten Werkstatt. Bist du auch eingetackert? Ach, deswegen die Filme 130 fahren. Verstehe! Motorfehlfunktion. Ich auch. Ich hab 30% Schaden bekommen. 30? Ja. Ich hab 43. Ja, ich bin ja auch ein Pilotfahrzeug. Aha. Extra Panzerung und so, weißt? Das... Ach ja, du wolltest ja tanken. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Das hast du nicht gesehen. Zum Glück. Parkplatz vorbeigefahren? Nein. Ich bin nicht übers Gras gedriftet. Ja, wir fahren. Oder Fehlfunktion! Liebe Zuschauer, wir fahren immer ordentlich und. Oha. Safety first! Ja. Aber das war's für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns dann. Ja, tschüss!